Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute wird's mal richtig lang. Und zwar nicht nur die Tour, sondern auch der LKW. Und jetzt könnt ihr mal sagen, habt ihr so ein Gespann schon mal auf deutschen Straßen gesehen? Weil wir sind gerade in Hannover und werden mit diesem Gefährt einfach mal über die deutsche Autobahn fahren. Bis nach Mannheim. Also die Folge wird lang, der LKW wird lang. Und ja, wir sind unterwegs mit den RJL R37. Ich dachte mir, wenn, dann nehmen wir mal eine richtig harte, schwere Maschine. Aber guckt euch das mal an. Das sieht doch schön und beeindruckend aus. Ich musste wirklich eine ganze Weile hin und her basteln, bis ich das doch irgendwann mal ins Spiel bekommen habe. Auch die Lackierung. Hab da so meine kleinen Probleme gehabt, aber jetzt sind die erstmal außen vor. Ja, guckt euch an. Das sieht richtig beeindruckend aus. Deswegen ab zum LKW und ja, Luftdruck, alles kontrolliert und jetzt einfach mal rein in den LKW. Geben Edeltraut ein Küsschen, mal wieder die, ja, normale Edeltraut und wir machen ein wenig Disco. Ja, gut, alles klar. Dann machen wir den LKW an. Wie gesagt, ist das jetzt ein langer LKW? Jedenfalls solche Gespanne sind doch eher in Skandinavien unterwegs. Auch in Deutschland gibt es ja einige Streckenabschnitte, wo so ein Lang-LKW, Gigaliner oder wie auch immer man die jetzt nennen kann, die sind auch so ein bisschen unterwegs. Ich fand es richtig interessant. Ich wollte eigentlich mit den normalen Scania eine Runde drehen. Denkt sich ein bisschen anders, ne? Aber hab das irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Das Spiel ist mal abgestürzt, weil ich habe eine falsche Version genommen. Trotz alledem haben wir jetzt hier mit den alten Scania. Ja, ich weiß, ich bin wieder mit einem Scania unterwegs, aber dafür einen alten Scania. Das ist auch mal wieder was. Wann ich das jetzt herausbringe, das Video, weiß ich nicht. Traffic ist auf 4. Wir haben auch ACC wieder aktiviert. Sollte eigentlich heute ordentlich hier was auf der Straße los sein. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwann mal hier rein dürfen. Wir werden uns hier einfach mal einklinken. Hier. Ja. Ja. Wir sind halt ein bisschen länger, ne? Oh, das sieht doch schön aus. Ja, der Reus, der muss erstmal hier warten. Sieht auch ein bisschen blass aus, ne? So, gucken wir mal. Ja. Oh, fein hier. Oh, das ist für mich wieder so ein kleines Highlight. Und darum muss ich mal wieder sagen, wenn ihr Highlights sehen wollt, dann ab in die Kommentare. Das wäre zum Beispiel auch mal so eine Option, wenn das im Steam Workshop sein würde und wir gemeinsam so eine Tour auch im ja, Konvoi-Modus mal machen könnten. Das wäre doch absolut grandios. Wäre toll. Ich muss mal schauen, wie schwer bin ich? 4 Tonnen? Ja, okay, wir sind gar nicht so schwer. Naja, egal, wir werden dann auf der Autobahn so zügig wie möglich dann auch unterwegs sein. Aber diesen LKW, den kann man sich durchaus mal wieder geben. Das sieht schon sehr hübsch aus. Ja, also wirklich schönes Gefährt. Ja, gut, jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass wir hier rumfahren. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine mitlenkende Achse hinten? Wir haben... Warum, Maximus? Warum immer ich? Tja, das weiß man selber nicht, ne? Weil ich jetzt wieder gucken wollte, ob eine mitlenkende Achse ist, aber... Ne, wir haben ja diese Drehachse da hinten. Und ich übertreibe natürlich, ja? Man kann durchaus mal mit einer kürzeren Version unterwegs sein, warum nicht? Auch hier vom LKW. Können wir gerne mal machen, vielleicht auch sogar mal als Livestream. Wäre eine Option. Für Volvo gibt es das auch. Muss ich aber mal schauen, wie ich das alles mal unter einen Hut bekomme. Auch andere LKWs sollen unterstützt werden. Ne? Das, gucken wir mal. Ich wollte eigentlich auch noch eine andere Dashboard reinmachen. Habe ich aber irgendwie jetzt auf die Schnelle dann doch versäumt und jetzt war ich mit allem fertig und jetzt wollte ich nicht normal aus dem Spiel raus. Naja, ihr kennt das, ne? Na, das ist halt alles ein bisschen
übel. Wettermod ist drinnen, auch der mit zusätzlichem Gras, das halt hier noch ein bisschen hübscher aussieht. Nicht dieser brutale Regen, der nicht. Entweder ist heute Sonnabend oder es ist. Nö, ich werde das vielleicht am Samstag machen. Ja, am Samstag. Nee, am Freitag. Am Freitag wird es rauskommen. Und für alle, ne? Maximus hat am 31. Februar Geburtstag, nicht morgen. Ja, nur mal so als Info. Ja. Lass uns einfach mal hier eine schöne Tour machen. Und das sieht einfach nur cool aus. Finde ich Hammer. Diese ganzen Achsen. Also ich persönlich habe so ein Gefährt, glaube nur mal im Fernsehen gesehen, dass die da in Skandinavien damit unterwegs sind. Hier auf deutschen Straßen eher nicht. Das ist ja wahrscheinlich auch länger als 25, ne? Ich glaube, das war ja, oder 21, 21 oder 25, 25. Irgendwie so war mal ein Wert, der für die Lang-LKWs gelten. Es sollte ja auch mal, ich weiß nicht, inwiefern die da schon Gesetzesänderungen gemacht haben. Es sollte ja auch mal so sein, oh, wir waren mal ein bisschen schneller hier, 85, wir haben ja noch über 400 Kilometer. Es sollte ja auch irgendwann mal so sein, dass man jetzt fährt er hier wieder so langsam, dann kommen wir nicht rüber. Dass für diese neuen LKWs, die ein bisschen aerodynamisch ja, gebaut wurden, dass die ein bisschen länger sein dürfen, weil dann windschnittiger etc. alles solche Geschichten. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, sieht das toll aus. Herrlich. Da bin ich schon wieder baff. 85, ich denke mal, ist eine gute Geschwindigkeit. 90 will ich jetzt unbedingt nicht fahren mit dem Truck. Also es ist schon ein anderes Gefühl, wie der sich so verhält. Ich finde es aber richtig schön. Wäre schön, wenn ich das vielleicht irgendwann mal auch in Skandinavien fahre. Und dann aber auf der ProMods. Ja. Ich habe das erstmal hier so ausprobiert. Hin und her, weil gerade wenn ich jetzt weiß, dass es läuft, ne, dann kann ich das auf der ProMods, weil das dauert doch immer ein bisschen, ah, dann stürzt es ab und dann ist es mal hier und hot und tralala. Dann ist es besser, wenn ich das auf der Standardkarte mache, da dauert das nicht ganz so lange mit dem Laden jedes Mal, weil ja, das ist schon Zeitersparnis. Auch wenn es nur bis ich 2, 3 Minuten sind, aber dann sitzt man da, ach, na los, komm, zieh den Finger. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, ich habe mal hier den Scheibenwischer erstmal aktiviert. Mit einmal raufklicken. Das, falls doch mal regnet, weil das sieht irgendwie, naja, so ein bisschen danach aus. Warum man den jedes Mal nochmal aktivieren muss, weiß ich jetzt selber nicht. Ja, 45 Meter Abstand habe ich genommen. Aber er hat schon seine Probleme, jetzt hier lang zu fahren. Aber er fühlt sich definitiv wohl auf der deutschen Autobahn. Ja, inwiefern man irgendwann mal lange LKWs hier als Standard auf komplett deutschen Strecken, ich glaube, es sind nur erstmal Streckenabschnitte, wo es getestet wird. Weil es ist nun mal kurz vor 12, muss ich jetzt einfach mal sagen, wo wir ja keine LKW-Fahrer mehr haben. Oh, kann ich rüber? Ja. Keine LKW-Fahrer mehr haben. Die Logistik wird immer komplexer und intensiver. Deswegen muss es natürlich irgendwo ein Umdenken geben. Jetzt merkt man aber auch, dass die Bahn über Jahrzehnte vernachlässigt wurden. Sie haben ja angekündigt, gerade wenn wir die Energieknappheit, ihr wisst das alles, ne? So fährt er jetzt nicht. Energieknappheit, dass der Güterverkehr ja nicht diese Präferenz hat, weil sie sind immer nachrangig, ja? Erst fährt der ganz normale Personenverkehr, dann der Güterverkehr und danach die Bundeswehr, ne? Nur mal so als
kleine Info. So war das damals gewesen. Aber ja, schlussendlich wollen sie jetzt sogar Kohlezüge vorrangig auf gewissen Streckenabschnitten fahren lassen, dass die halt ja, das benötigte Brennmaterial zu den Kraftwerken bringen können. Ja, Energiewende erstmal ausgesetzt. Aber ja. Klar müssen wir was machen, aber ohne Strom geht, glaube ich, alles den Bach unter. Ne? Also da, wir sind so abhängig. Ich hatte den Tag, da war hier so ein Unwetter. Das war letzte Woche. Und da hat es richtig geschüttet und da war wirklich so für knapp eine Stunde der Strom weg. Oder ja. Und dann habe ich mit der Kleen, haben wir dann einfach, zum Glück war es hell, haben wir noch ein bisschen so spielen können. Ja, wäre es dunkel gewesen, naja. Dann wird es erstmal ein bisschen kritisch. Ne? Und wenn du dann selber noch irgendwas vorhast oder du willst einen Film gucken oder allgemein der ganz normale Alltag, dann, naja, Strom, nichts los. Kein Internet, kein Fernsehen, alles weg. Ah ja, aber schlussendlich, die Stunde konnte man, ja, war es eine Stunde? Es hat sich lange angefühlt, vielleicht war es auch nur eine halbe Stunde. Ja. Rausgehen kannst du ja auch nicht, wenn es draußen gewittert, ne? So, ich bin hier voll in der Mittelspur. Sollte man vielleicht nicht machen. Was haben wir noch in Kilometern? 280. Ja, wird heute auf jeden Fall eine längere. Vielleicht habe ich das ja auch als Premiere gemacht. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Vielleicht mache ich ja morgen nochmal eine Premiere. Für alle, die halt Lust auf Euro Truck Simulator und hier das alles haben. Morgen wird es dann wieder ein... am Sonntag. Ich werde es ja am Freitag rausbringen. Oh, hier, der 105. Ach, der 105er DAF, sollte ich schon sagen. Der Magnum sah eigentlich auch nicht schlecht aus, so dieser Kombination. Sieht man sehr, sehr selten, muss man jetzt sagen. Wirklich sehr selten sieht man so einen alten Truck. Muss man auch sagen, das ist auch wieder so eine... Ja, das interessiert den Leuten wieder nicht, wenn man nicht so ein altes Gerät. Ich würde gerne auch mal alte Trucks bringen. Aber, tja. Und ich habe wieder zu wenig Zeit. Ich wollte den 105er DAF machen. Also, ich würde es noch in der 1,45 schaffen, dass wir den 105er DAF mal so eine 2 Folgen in der Woche mal spendieren. Ja, vielleicht sogar mal als Livestream. Vielleicht mal sogar auf dem Mittwoch. Müssen wir mal gucken. Weil Mittwoch will ich ja immer so ein bisschen Simulationsmittwoch machen. Da lasse ich die anderen so ein bisschen entspannen. Ja, und mir. So, warte mal, jetzt müssen wir hier runter, ne? Ja, wir müssen hier runter. Dass wir mal nicht so viel mit Maximus zu tun haben. Ne, am Sonntag wollen wir die Sonntagstour mit dem Volvo machen. Den Volvo, also den neuen Volvo, einfach mal eine schöne, gemütliche Strecke abfahren. Ich denke, das könnte durchaus sehr interessant sein. Vielleicht ist leider nicht der LKW im Steam Workshop. Na, muss man sagen, ist hier ein SCS-Forum drin, die 1.2. Deswegen schauen wir mal. Falls der eine oder andere und wir nur noch Platz haben, solltet ihr definitiv diesen LKW mal runterladen und ihn zusammenbasteln. Und falls dann Platz ist und wir dann ja ein LKW, also den ja, das Passwort im Stream anpinnen, dann könnt ihr schon dazu stoßen. Nur mal so als Info. Ja. Aktivieren werden wir vielleicht auch noch diesen Aero-Liner, also mit den Skins noch, also diesen Future-Auflieger. Ist nicht jedermanns Sache, aber passt ganz gut zum Truck. Ja, mal gucken, ob wir den reinmachen, wo sie mit Pandachen nochmal quatschen. Aber so ein LKW definitiv kann man mal als externen Mod benutzen. Ja, wenn alles funktioniert. Wir haben den noch nicht getestet, ob der im Konvoi-Modus überhaupt funktioniert. Nicht, dass ich jetzt, ich nehme das Video hier am 29. auf, nicht, dass das alles für die Katz ist, und das gar nicht richtig funktioniert. Dann ist uns auch nie geholfen, ne? Dann bringt es uns nicht weiter. Naja. Schauen wir mal. Auf ganz entspannt.
Fein, ey, das sieht aber auch aus. Einfach nur schick. Und der macht sein Ding jetzt, ne? Also man muss wirklich sagen, jetzt rollt er. Vorne ist Blaulicht. Ach, habe ich hier diesen Polizeimob noch drinne? Nanuchen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kann das sein, dass der nicht mehr so extrem ist, dass hier so viele Fahrzeuge unterwegs sind? Kann auch sein, ich habe ja den Jessicat Mod drin mit den ganzen Autos und dann noch so ein bisschen ältere Fahrzeuge. Ne? Das ist ja nicht nur mal alles neu. So ein bisschen Klassikfahrzeuge. So wie der hier. Oh, guckt euch an, so ein alter Porsche. Uiuiui, jetzt müssen wir mal ein bisschen bremsen hier. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir hier rüberkommen. Ja. So, mal gucken hier. Und ich sage noch, wir müssen mal gucken hier. Ja, so ein Glück, der hat jetzt seine Dings ausgemacht. Gucken mal hier. Hier ist er. VW-Fahrer. Ah, das sieht doch herrlich aus. Aber eng jetzt. Ah. Ah ja, jetzt wird er langsam nervös. Darf ich denn, wenn die Feuerwehr oder Polizei hinter mir ist, wenn eine begrenzte Geschwindigkeit, und ich kann nicht rechts und links abfahren, ich habe nämlich heute auch gehabt, wo ich von der Arbeit gefahren, war dann auch Krankenwagen und Polizei. Ich bin in der 30-Zone und es gibt keine Möglichkeit, irgendwie rechts ranzufahren oder sonstiges. Kann ich in dem Moment eigentlich ein bisschen schneller fahren, um dann ihnen Platz zu machen? Ich denke mal, das sollte kein Problem sein, ne? Weil Gefahrenvollzug und muss natürlich, wenn irgendwas passiert, ja, also nicht jetzt über eine Kreuzung rüberballern, aber wenn irgendwas passiert, bin ich natürlich dann derjenige, der das dann zu verantworten hat. Das ist ja genauso, wenn Polizei über eine Kreuzung fährt mit Blaulicht und Martinshorn. Das heißt ja nicht automatisch, ich habe hier Vorfahrt. Ne? Also es ist zwar Gefahr im Vollzug, trotzdem muss er ja sich vergewissern, dass da, ja, kannst du ja nicht mit 200 dann über die Dings darüber ballern. Ey, wenn ab und zu mal so ein Fahrzeug vorbeikommt, finde ich das schon echt klasse. Ne? Muss ich sagen, gefällt mir denn schon. Also, da bin ich denn schon wieder am Start. Naja. Und was sagt denn uns 130 Kilometer? Und ich denke mal, Traffic auf 4 ist ganz gut, ne? Also da müssen wir ja nicht komplett übertreiben auf 9 oder so, dann ist hier gar kein Vorankommen. Man kann natürlich dann Urlaubszeit, Stauzeit machen. Könnte man durchaus mal machen. Wäre vielleicht mal eine Option, der Stausimulator. Ja, mal schauen. So. Uiuiuiui. So, langsam und ja. Ah, herrlich. Oh, mein anderer Blickwinkel hier. Mal ein bisschen hin und her schalten, dass ihr auch mal was anderes seht. Aus einer anderen Perspektive. Oh, ich bin auf jeden Fall richtig. Gut.
Ja, mal so eine Dingskamerafahrt sieht eigentlich immer ganz interessant aus, ne? Oh, schön. Und jetzt rauf. Die letzten, ja, nicht mal 100 Kilometer, dann sind wir wieder da. Wenn ihr aber noch ein paar Ideen habt, was wir auch gerade im Convoy-Modus bringen können, dann haut das einfach mal rein, ja, in die Kommentare. Oder schreibt dem Pandachen an, der wird vielleicht heute nochmal, vielleicht kommt von Pandachen nochmal ein Video. Und dann könnt ihr denen das da auch in seinen Bereich da reinhauen. Ich bin jetzt Freitag und Sonnabend erstmal out of order, also nicht online, Sonntag dann wieder, ne? Ja, die Wochenenden. Aber das Wetter wird ja irgendwann wieder ein bisschen schlechter. Und da kämpfen wir dann wieder. Ja. Wieder ein bisschen mehr. Andere Sachen zeigen. Schön. Aber eigentlich, wenn man jetzt so in den LKW drin ist, den sieht man jetzt auch nicht mehr so oft, ne? Muss man jetzt auch sagen, ne? Diese Version, der hat noch einen gewissen, ja, Spirit, ne? Also der wirkt noch sehr, nicht zu alt. Fühlt man sich noch ganz wohl. Gerade wenn man jetzt noch den stärksten Motor hier drin hat. Den DIM30. Schön V8. Mal gucken, wie lange hier noch solche Motoren auch im LKW-Bereich. Also die anderen sind ja alle schon bei, oder ein Großteil bei V6, ne? Ist zusätzlicher Gewicht. Das ist ein bisschen Image, ne? Also die anderen schaffen ja auch aus so ein V6 eine ordentliche Drehzahl, Hubraum und was weiß ich alles. Und Newtonmeter. Was da jetzt großartig, ich denke mal, ein bisschen laufruhiger wird er dann sein. Aber können ja vielleicht ein paar Fachleute reinschreiben, was jetzt so große Unterschiede zwischen V8 und V6 sind. Man könnte auch vielleicht noch mehr ja, Ressourcen, ne, freigeben. Oder er hält vielleicht noch länger durch. Sich. Aber ist er denn spritarmer, stärker für die Leistung, die man sonst braucht? Also man sieht ja kaum. Also, ja, dass man hier solche riesen Motoren, ja, also so 400 bis 500 PS, denke ich, ist so in der Regel das Normale, ne, was so verwendet wird. So. Uiuiuiui. Na, der war ja niedlich, der Fiat. Das war wie so ein Polski-Fiat, ne? Wenn es warm wird, haben sie hinten aufgemacht. Ja, weil der Motor ja hinten war. Ich sehe gerade, dass ich 100 fahre. Warum? Weil ich wahrscheinlich wieder vergessen habe, auf PKW umzustellen. Nee, auf LKW umzustellen. Ja, nee, nee. Dann bin ich hier wahrscheinlich irgendwann mal Auto gefahren. Es ist sowieso, ich habe jetzt vier Profile, wo ich jetzt regelmäßig meine Videos mache. Zwei mit Pro-Mods, zwei ohne Pro-Mods. Ich bin jetzt auf einen ohne Pro-Mods, habe ich euch ja gerade erklärt, warum. Weil ich erstmal sehen wollte, dass das hier alles funktioniert. Wir müssen ja ab hier. Wir sind in Nürnberg? Oh. Ja, die nächste muss ich ja fahren. Ich dachte, die muss nach Mannheim. Siehste. Ja, mit so einem Geschoss und dann durch die Innenstadt und dann ortsunkundig. Guck mal hier, jetzt stehen wir da. Polizei wird sich wundern. Naja, jetzt hat er hier so ein langes Gerät. Und kommt auch nicht weiter. Hat aber gar nicht mal so einen schlechten Wendekreis, ne? Also gut, jetzt mit den Anhängern.
Ja, das ist City, das ist City, was willst du da machen? Ah ja, hier ist ordentlich was los, ne? Ah, ist alles noch im Rahmen. Es war schon mal schlimmer gewesen. Wenn insbesondere mal hier ein Krankenwagen oder Polizei oder Feuerwehr mal unterwegs ist, das ist auch schon mal so in der Großstadt, ne? Alle, die selber in einer Großstadt leben, wissen, dass immer wieder da so ein Gejaule passiert. Jetzt stehen wir natürlich jetzt gleich neben dem Polizeifahrzeug. Und der wird dann nach einer gewissen Zeit wieder seine Sirene anmachen. Hier, der VW ohne VW-Zeichen. Halt clean, so wie ich damals bei meinem Passat, ne? Erstmal VW-Zeichen, das war das Erste, was ich rausgemacht habe. Jetzt bei dem, den ich jetzt habe, geht gar nicht. Ich glaube, es geht gar nicht bei den neuen. Weil hinter dem VW-Zeichen ist ja da dieser Sensor, also dieses ACC, dieses Radar, ne? Deswegen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Grill ohne VW-Logo geht. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, alles mit Elektronik ist zwar clever gelöst, ne, aber da kannst du es nicht so machen, wie du es dir gerne hättest, ne, wie früher. So. Da habe ich ja gar nicht mehr drauf geachtet. Mensch, aber vorne kommen ja auch noch welche. Diese kleinen Lieferwagen. Ja, die kannst du mal ganz kurz übersehen, ne? Heitschibum, beitschibum, bumm, sag ich euch. So, dann rum hier. So. Dann würde ich sagen, hauen wir den einfach mal hier an die Seite. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Das ist aber auch schon ein ordentliches Geschoss. Juhu, wir stehen. Motor aus. Abgabe. Jo, wieder geschafft. Lob und Anerkennung. Super, großartig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Und wenn ja, lasst einfach ein Däumchen da. Neue Ideen, ne? Immer rein in die Kommentare oder hier in den Chat. Ich hoffe, ich habe das als Premiere gemacht. Wenn nicht. Ihr könnt alle noch ein Abo dalassen. Wir sehen uns Sonntag. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und mit diesen Worten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Haut rein, macht's gut. Bye bye.